Hallo und herzlich willkommen im Zeiss Großplaneter. Auch wenn wir derzeit nicht live in die Sterne schauen können, so wollen wir Ihnen heute einen Blick hinter die Kulissen präsentieren und beginnen hier im Foyer des Planetariums unter dem Sternprojektor Kosmorama. Dieser war von 1987 bis 2014 bis zur Sanierung unseres Hauses im Einsatz, hat fast 3 Millionen Menschen die Sterne gezeigt. Und Sie sehen hier in der typischen Hantelform den Nordsternhimmel, den Südsternhimmel, dazwischen das Gehäuse, das Gestänge für die Darstellung der Planeten sowie Sonderprojektoren für die verschiedenen astronomischen Linien oder die Milchstraße. Mittlerweile steht dieser Projektor bei uns im Foyer und kann von Ihnen in unserer Ausstellung derzeit Einstein Insight begutachtet werden. Und heute zeige ich Ihnen die verschiedenen Stationen hier bei uns im Haus, unseren Kinosaal, den Planetariumssaal und so ein bisschen die Technik dahinter. Meine Damen und Herren, viel Spaß! Im Kinosaal des Planetariums haben wir darauf Wert gelegt, den alten Flair, die Atmosphäre des Hauses auch weiter über die Sanierung hinaus zu bewahren. 160 Sitzplätze und ein 3D-Kino ist es geworden mit allerbesten Sound, sodass wir Ihnen unter der Woche und am Wochenende ausgewählte Filme und Dokumentationen präsentieren, die sich ja im weitesten Sinne damit beschäftigen, wie wir unseren Platz im Universum, unsere Erde und das Leben darauf besser verstehen lernen. Auf eindrucksvolle Weise zeigt das Foucault-Pendel hier im Treppenturm die Erdrotation und ist der tägliche Beweis dafür, dass wir uns vielleicht nicht im Zentrum des Universums befinden, sondern auf einem wunderbaren Planeten. Und wenn Sie in den Planetariumssaal hochgehen, können Sie hier einen Blick auf dieses schön gestaltete Pendel werfen, das unser Förderverein hier für das Planetarium gesponsert hat. Genau so würden wir Sie hier im Planetariumssaal begrüßen. 307 Sitzplätze, eine Kuppel 23 Meter im Durchmesser. In der Mitte sehen Sie unseren Sternprojektor Zeiss Universarium Modell 9, der 9254 Sterne hier an die Kuppel projizieren kann. Sie sehen auch, dass alle Stühle Richtung der Bühne ausgerichtet sind und auf dieser ein Konzertflügel steht, den wir auch bei verschiedenen Gelegenheiten, verschiedenen Konzerten hier im Planetarium nutzen werden. Darüber hinaus sehen Sie unter dem Horizont 10 Videoprojektoren, die ein 360-Grad-Videobild auf die Kuppel projizieren in 8K-Auflösung, 60 Bildern pro Sekunde. Das ist der größte Computerbildschirm Europas. Und darunter sehen Sie auch allerlei an Zusatztechnik, ob das Scheinwerfer sind, ob das extra Videoprojektoren sind noch für Präsentationen, eine Laseranlage aus 5 Projektoren und natürlich hinter der Kuppel versteckt 50 Lautsprecher, die für ein 3D-Sound, für ein einmaliges audiovisuelles Erlebnis in Gänze dann verantwortlich sind hier drin. Die Darstellung des Sternhimmels ist aufgeteilt in 32 Sternfelder, die sich jeweils hinter diesen großen Bullaugen befinden. Dort Metallplatten in die kleinen Löcher reingebohrt wurden, die das Licht dann über Glasfaser von zentralen LEDs bekommen. So ist jeder einzelne Stern hier ein kleines Löchlein auf solchen Sternplatten und eine kleine Glasfaser, die dann gestochen scharf genau die Helligkeit des Sterns am Himmel präsentiert, wie es in der freien Wildbahn, in der wirklichen Natur wäre. Dazu noch Projektoren für besonders helle Sterne und die Milchstraße, die auch nochmal natürlich vernünftig dargestellt werden muss, sowie die Planeten oder auch hier unsere Sonne am Himmel, die direkt über diese Projektoren hier angesteuert werden kann. Alle anderen Dinge, die man bei uns an der Kuppel sieht, sind über das Full-Dome-System, über die Videoprojektoren realisiert, die sich am Rand unseres Planetariums befinden und direkt verschaltet sind mit diesem Sternprojektor, sodass sie als Hybrid-Planetarium bezeichnet werden, aus einem analogen, klassischen Sternprojektor und einer digitalen Projektion über ein Cluster-System, auch über ein Computersystem der Firma Zeiss. Im Technikbereich des Planetariums können wir alle Funktionen der verschiedenen Planetariumssysteme fernsteuern. Hier auf der linken Seite sehen wir die Steuerung der digitalen Systeme. Neben einem System von Zeiss, PowerDome und UniView nutzen wir auch eine Software der amerikanischen Firma Evans & Sutherland, DigiStar 6.
um große Datenbanken zu präsentieren oder Inhalte hier direkt auf die Kuppel zu bringen. Daneben die Steuerung des Sternprojektors, was auch immer noch in Live-Veranstaltungen viel genutzt wird, um die Position des Projektors auch direkt an einem haptischen Pult zu verändern und auch auf die Fragen der Zuschauer direkt eingehen zu können. Und daneben ein Rechner, ein System, mit dem wir die Kuppel und das Licht hier in der Kuppel fernsteuern und nutzen können. Auch das natürlich für verschiedene Musikveranstaltungen. Genauso auf der anderen Seite ein Lichtpult für die Moving Lights oder auch für das Lasersystem, das wir hier in der Kuppel haben. Genauso gehen alle Tonsignale über ein Mischpult, sodass wir in allen Veranstaltungen auch, wenn der Ton mal nicht so ganz stimmt oder in Konzerten, auch direkt nachregeln können. Auf der anderen Seite, hier hinten der große Kasten zur Steuerung des Sternprojektors, den wir im Keller versenken können, was wir uns nachher natürlich auch nochmal anschauen. Hinter der Planetariumskuppel ist sehr, sehr viel Platz, um die eigentliche Technik zu verstecken. Vor der Sanierung hatten wir komplett umlaufend solche Metallgitter, auf denen sich 120 DIA-Projektoren befunden haben. So ein bisschen was haben wir von der alten Struktur noch gelassen, aber vornehmlich sind es die 10 Videoprojektoren, die wir einsetzen, die sich in solchen Schallschutzgehäusen finden. Velvet heißt die Technologie oder heißt der Projektor der Firma Zeiss, die einen sehr, sehr hohen Kontrastumfang haben, die damit wunderbar in Planetarien zu verwenden sind, aber auch in Flugsimulatoren. Angeschlossen sind die Projektoren mit dem Technikraum unter uns über Glasfaser, dort die Videosignale in 2560 x 1600 pro Projektor übertragen und das dann auch so, dass es natürlich redundant gebaut ist und so gebaut ist, dass wir auch, falls irgendwas passieren sollte, schnell umschalten können auf redundante Systeme. Ein Stockwerk höher sind wir direkt hinter der Projektionsleinwand, hinter der Projektionsfläche, die, wenn wir hier einmal die Akustikdämmung wegnehmen, ja eigentlich deutlich wird, was wir dort eigentlich haben. Eine Aluminiumfläche, gelochrastert oder gelocht, sodass man auch durchlüften und das auch akustisch durchlässig ist für die Lautsprecher. Und das aufgebracht auf einen riesigen Metallkörper, ein riesiges Metallkonstrukt, das wir hier über mehrere Wochen und Monate installiert haben. Die Kuppel selbst hat einen Durchmesser von 23 Metern, die Außenhülle, das, was Sie außen sehen vom Planetarium, 30 Meter, sodass hier drin dazwischen also Platz ist für ein riesiges Konstrukt, um solche Akustikpappen, Akustikdämmmaterialien zu installieren, sodass Sie eben nicht so einen langen Nachhall bei uns im Planetarium hören und wir einen sehr, sehr schönen Sound haben, dem ja eigentlich ein Konzertsaal dessen entspricht. Und wir hier über die 50 Lautsprecher, die Sie dann auch verteilt auf der Kuppel sehen, dann einen sehr, sehr schönen Ton in den Planetariumssaal bekommen. Die gesamte Planetariumstechnik befindet sich aufgeteilt in zwei unterschiedliche Medien-Serverräume. Hier in den ersten finden sich beide Full-Dome-Systeme, beide Video-Abspielsysteme, einmal Digistar 6 und PowerDome und UniView hier der Firma Zeiss. Der gesamte Raum war vor der Sanierung der Computerraum für den Sternprojektor. Der gesamte Raum war voll mit einzelnen Rechnern. Mittlerweile wird der Sternprojektor dann nur noch von diesem kleinen Rechner gesteuert. Beide Kuppelsysteme können ineinander umgeschaltet werden. Das passiert auf dieser Seite, auf der Kabelweg für den Projektoren selbst redundant ausgelegt. Allerlei Zusatzmedientechnik in diesem Schrank und neben verschiedenen Dimmerbänken hier hinten findet sich auch ein Lasersystem mit 5 Projektoren, sodass wir auch da in Musikveranstaltungen nochmal ein bisschen mehr Licht und Laser in die Kuppel bringen. Der zweite Server auch etwas aufgeräumter, weil wir hier mehr Platz hatten. Wir befinden uns direkt unter der Bühne des Planetariums. Wir sehen das 3D-Audiosystem, die Mediensteuerung, alles an Steuerung auf die Lautsprecher passiert mittlerweile über Netzwerkanbindungen. Und hier das Audiosystem mit Fremdsprachenübersetzung mit den Computern, die das Audio abspielen,
von den Verstärkern, den wenigen Verstärkern, die es trotzdem schaffen, die 50 Lautsprecher anzusteuern. Auf der anderen Seite sehen wir das Produktionssystem, 20 Computer, die für unsere Produktionsabteilung 360 Grad Inhalte rendern und produzieren und dann hier auf dem Rechner und auf dem Speichersystem mit 120 Terabyte das zwischenspeichern, bevor wir das dann auf das Kuppelsystem hochladen. Da das System gerade voll ist, sind wir gerade dabei, das ein bisschen umzuarbeiten. Wir nutzen die Schließzeit dafür, mal so ordentlich aufzuräumen und auch neue Programme vorzubereiten. Direkt unter Ihnen als Zuschauer befindet sich dieses Zwischengeschoss, in dem man sehen kann, wie der Sternprojektor dort auf der Seite auf einem großen Teller steht, auf großem Gestänge, das in den Keller hinabgesenkt werden kann. Und von dieser Seite kommt dann nicht nur so ein Staubschutz über den Sternprojektor, sondern auch ein zweiter Teller, der in die Kuppel hineingesetzt werden kann. Dann können wir auch dort das Gelände abnehmen und zum Beispiel ein Sofa in die Mitte stellen oder Tänzer durch die Mitte laufen lassen, um nochmal eine ganz andere Art von Veranstaltung zu ermöglichen. Besondere Orte bietet das Haus einige. Einen davon, den Sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommen, ist hier oben der Treppenturm, der eigentlich als Beobachtungsplattform geplant war, aber ja nie realisiert wurde, weil Sie natürlich einerseits den Lichtschmutz der Stadt um sich herum immer haben, diese Plattform eigentlich also zu niedrig ist und hier auch natürlich so etwas wie Fluchtweg oder dergleichen schwer zu realisieren wäre. So ist und bleibt es ein verborgenes Juwel des Hauses, das wir hoffentlich auch irgendwann nochmal für Sie zugänglich machen werden. Abschließend möchte ich unsere Tour auf dem Dach des Planetariums. Die Photovoltaikanlage sehen Sie hier um sich herum, genauso unser Gründach. Beides Ideen, um dieses Haus und überhaupt die Häuser der Stiftung Planetarium Berlin nachhaltig betreiben zu können. Und ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Einblick in unser Haus gefallen hat und vielleicht möchten Sie ja noch mehr sehen und so wollen wir in nächster Zeit noch die anderen Einrichtungen unserer Stiftung vorstellen. Also bis bald.